ist der Ziegler. Das ist sozusagen der Columbo vom Zollhafen da. Was? Ja, der Karl hat mit ihm gemeinsam seit einigen Wochen wegen irgendeiner Autoschieberei ermittelt. Wo ist der Harry Bask überhaupt? Der Kollege Wohlfahrt von der Spurensicherung ist auch noch nicht da. Der Wohlfahrt ist schon unterwegs, sagt er. Aber wo der Karl ist, weiß ich nicht. Da läuft die ganze Zeit die Mailbox. Ich habe keine Ahnung, was der um die Uhrzeit macht. Geschwollen ist er noch nicht. Können Sie den Fuß bewegen? Nein, das tut so weh. Ich muss in der Firma anrufen. Jetzt komme ich sicher zu spät. Mein Handy geht nicht mehr. Das muss beim Sturz kaputt gegangen sein. Ich habe leider kein Handy dabei, wenn ich laufe. Wissen Sie was? Die Straße ist nicht weit. Ich helfe Ihnen rüber, wir holen ein Taxi. Okay. Hat Sie heute schon jemand auf Händen getragen? Ein Schussloch im Genick. Vermutlich die Todesursache. Der Mann ist sicher noch nicht lang tot. Ermordeter Zollwachebeamter, das gibt einen ordentlichen Aufstand. Du sagst es. Wissen Sie, mein Wagen steht blöderweise vor der Agentur. Ich arbeite für die Modelagentur Vienna Exzentrik in der Charé-Gasse. Aber ich habe Sie schon viel zu lange aufgehalten. Sie müssen noch sicher auch arbeiten, oder? Und Sie sollten ins Krankenhaus. Ja, das stimmt. Aber ich muss vorher wirklich noch bei der Firma vorbei. Meine Chefin legt so wahnsinnig viel Wert auf Pünktlichkeit. Die Dame hat sich den Knöchel verstaucht. Könnten Sie sie in die Charé-Gasse fahren und danach direkt ins Krankenhaus? Charé-Gasse, dann barmherzige Brüder. Ich hoffe, ich muss nicht drohen. Ich hab's nicht mehr mit der Bandsche. Nein, es geht schon. Danke. Vielen, vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Herr Baski, würden Sie uns gestatten, einen Blick in den Rucksack zu werfen? Das ist zwar nicht mein Rucksack, aber wenn Sie mir sagen, wer Sie sind und was Sie eigentlich wollen, können wir gerne über alles reden. Das ist der Kollege Keins vom Zoll und mein Name ist Bichler. Ich bin vom Staatsschutz, Heeresabwehramt. Jetzt bin ich aber doch wirklich neugierig, was das Heeresabwehramt an diesem Rucksack interessiert. Wissen Sie, was da drin ist? Nein, wie schon gesagt, das ist nicht meiner. Er gehört einer jungen Dame, Mitarbeiterin einer Modellagentur, Vienna Eccentrics, hier in dieser Straße. Sie wollten damit nicht zufällig in die iranische Botschaft. Nein, das hatte ich eigentlich nicht vor. Wieso? Weil wir stehen nämlich genau davor. Ach, tatsächlich. Space Navigations Austria. Ja, und?
Sagt Ihnen nichts, oder? Ich glaube, ich wiederhole mich. Das ist nicht mein Rucksack. Nee, ich sagte das. Der Fundort ist nicht der Tatort. Sicher nicht. Ja, wer immer das war, der wollte, dass wir den Ziegler so schnell wie möglich finden. Mhm. 20 Euro. Für Kaffee? Mhm. Der Dirnberger trinkt Kaffee. Sie, die Benni, der Karl und ich, das sind 100 Euro im Monat. Da kann man ein ganzes Jahr davon Kaffee trinken. Mhm. 2 Monate. Noch dazu, wenn man davon Käsekräner und Topfengulatschen für Sie bezahlen muss. Benni, kannst du mir jetzt... Den Kollegen Rybarski haben sie festgenommen. Was? Spionageverdacht. Wo ist das Büro von Karl Rybarski? Da, aber warum? Herr Rybarski, es gibt in der Schoreigasse keine Modellagentur. Das ist natürlich bedauerlich. Was kann ich dafür? Ihr Sarkasmus wird Ihre Lage auch nicht wesentlich verbessern. In ganz Wien gibt es keine Modellagentur mit dem klingenden Namen Wiener Exzentrik. In welcher Gasse auch immer. Was genau werfen Sie mir eigentlich vor, Herr Bichler vom HAA? Kamsa, was geht hier vor? Der Ziegler ist tot. Was? Im Zollhafen erschossen. Und wir bearbeiten den Fall. Ziegler und ich haben zusammengearbeitet. Das gibt's doch nicht. Das ist doch kein Zufall mit dem Rucksack. Das ist doch absurd. Was werfen die mir überhaupt vor? Industriespionage, Geheimnisverrat. Gefährdung der nationalen Sicherheit. Sagen die. Wie sind die überhaupt auf mich gekommen? Das Heeresabwehramt hat einen Informanten. Wer soll das sein? Oberstaatsanwalt Dr. Seiler wird sich auf Anordnung des Ministers persönlich Ihres Falles annehmen. Na wunderbar. Als nächstes werde ich noch zum Staatsfeind erklärt. Einer gewissen Genugtuung kann ich mich dennoch nicht enthalten, Herr Oberst. Herr Staatsanwalt, jetzt habe ich mich aber verhört, oder? Ja, wirklich. Diese Geheimnistuerei um die Personalakten des Kollegen Rybarski, das ist schon auffällig genug. Was denn für eine Geheimnistuerei, bitte? Sie wissen ganz genau, dass er geraume Zeit im Kosovo eingesetzt und dort mit ziemlich sensiblen Aufgaben betraut war. Falls Sie verstehen, was ich meine. Er hat das gleiche Anrecht auf den Schutz seiner persönlichen Sicherheit wie alle anderen Kollegen, ist doch klar. Und jetzt zum Wesentlichen. Ich bin zutiefst von seiner Unschuld überzeugt. Das spricht für Sie als Vorgesetzter. Aber Sie wissen ja, wie sich das mit Pferden und Apotheken verhält. In diesem Geschäft sind oft Summen im Spiel. In welchem Geschäft, wenn man fragen darf? Spionage, Geheimnisverrat. Das ist schon ganz andere Sprache geworden. Der Iran mit seinen Ölmilliarden. Das bisschen Schmiergeld für eine Gruppe Polizisten zahlen die aus der Portokasse. Herrgott, sag, jetzt ist aber genug, ja? Hätten Sie vielleicht die Güte, mir zu verraten, wie er überhaupt an diese GPS-Module herangekommen sein soll? Wie? Die Sachen wandern alle durch den Zoll. Es dürfte Ihnen ja wohl kaum entgangen sein, dass Rybarski sich in den letzten Wochen dauernd mit Leuten vom Zollamt getroffen hat. Ja, natürlich musste er ja auch. Ging es um den Tod dieses Spediteurs? Ja, Prokop, ich weiß. Richtig, Roland Prokop. Und es steht bis heute noch nicht eindeutig fest, ob es sich da wirklich um Selbstmord gehandelt hat. Herr Dr. Seiler, jetzt, wo der Ziegler auch ermordet wurde... Geht die Heeresabwehr davon aus, dass Rybarski in die Sache verwickelt ist? Ich hatte die Aufgabe, den Tod des Spediteurs Prokop zu untersuchen. In diesem Zusammenhang habe ich im engen Kontakt mit Ziegler gestanden. Keins als ein Vorgesetzter sollte das eigentlich wissen. Was Sie als engen Kontakt bezeichnen, das nennen wir schlicht und ergreifend Mittäterschaft. Der Zollinspektor Ziegler war dringend verdächtig, Präzisionsmodule für unbemannte Flugkörper, sogenannte Drohnen, außer Lande schaffen zu wollen. Habt ihr vielleicht mal einen Lappen für mich zum Abputzen? Wolfgang Bichler vom Heeresabwehramt. Er ist dort zuständig für die Inlandsaufklärung und den militärischen Geheimschutz. Freut mich. Wir verdächtigen, dass wir in ein paar Wochen den Prokop, den Spediteur und den Inspektor Ziegler vom Zoll gemeinsam mit einem unbekannten Dritten geheime Militärtechnik an den Iran zu verkaufen. Der Ruf des neutralen Österreichs steht hier auf dem Spiel. Ja, nun sind aber unsere beiden Hauptverdächtigen tot und heute in der Früh kriegen wir die Information,
dass Sie der gesuchte dritte Mann sind und dass Sie das Geschäft mit den Iranern allein abwickeln wollen. Mein Fasi reicht noch nicht mal aus, um Tee zu bestellen. Ja gut, das will nichts heißen. Geld spricht alle Sprachen. Warte, ich glaube, hier läuft irgendwas vollkommen schief. Ich habe den Eindruck, der Kollege Rybarski ist Opfer einer handfesten Intrige. Ich habe damit nichts zu tun. Habt ihr die Frau aus dem Volksgarten endlich gefunden? Wie soll man jemanden finden, der es nicht gibt? Moment, das sagen Sie. Mir hingegen genügt die Versicherung meines Mitarbeiters. Kommen Sie, Herr Rybarski. Herr Staatsanwalt, Sie müssen einen Rybarski festnehmen. Hast du das heute Abend gemacht? Festnehmen? Wieso denn? Besteht Fluchtgefahr? Oder haben Sie irgendwelche Beweise über den im offensichtlich untergejubelten Rucksack hinaus irgendwas? Also, für eine Festnahme besteht überhaupt keine Rechtfertigung. Aber ich bestehe darauf, dass Rybarski umgehend beurlaubt wird. Und es versteht sich von selbst, dass Sie bis zur Klärung des Sachverhalts auf gar keinen Fall mehr dienstlich aktiv werden. Gut. Meine Herren, nachdem wir die Durchsuchung Ihres Büros abgeschlossen haben, können wir uns jetzt in aller Ruhe am Zuhause widmen. Herr Rybarski, nehmen Sie bitte mit. Ja, das kann ich wenigstens duschen. Ich werde Sie begleiten. Ich bestehe darauf, dass unser spurensicherer Mitunterpartie ist. Die können doch nicht allen Ernstes glauben, dass der Karl Waffen für Terroristen schmuggelt. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ja, vorstellen. Wir wissen überhaupt nichts von ihm. Hier sieht man, dass der zweite Halswirbel durch den Schuss leicht verdreht wurde. Und das kann durch nichts anderes als durch den Schuss passiert sein? Das kann ich noch nicht sagen. Sicher ist, der Tod ist heute Morgen gegen 5 Uhr eingetreten und wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen aufgesetzten Genickschuss hervorgerufen. Gegen 5? Plus minus 15 Minuten. Die glauben wirklich, dass der Rybarski ein Spion ist? So was Lächerliches habe ich ja noch nie gehört. Na, von uns glaubt es sowieso niemand. Naja. No. Der ernsthafte Kollege Rybarski und Spionage? Das passt doch nicht. Und da ist die Kugel, die dafür verantwortlich ist. 9 mm. Na bravo, das am weitesten verbreitete Kaliber. Was ist denn diese Scheiße hier? Sie dann aufsperren würden, Herr Rybarski? Ich habe keinen Schlüssel. Ist weg. Auch wenn Sie einen Hausschlüssel nicht finden sollten, die Durchsuchung Ihrer Wohnung findet statt. Jetzt. Ich bin sicher, ich habe ihn heute in der Hose gehabt. Ja, ist gut. Haben Sie einen Schlüssel oder nicht? Nein, Dr. Seiler, ich habe keinen Schlüssel. Worauf warten Sie denn noch? Sie waren heute früh wohl etwas aufgeregt. Originelle Logis? Ja. Wie seine passende Wohnung gefunden hat, residiert der Kollege hier im alten Polizeibad. Untersuchungsbericht General Radkovic. Kollege Rybarski hat vor seinem Amtsantritt bei der Sonderkommission Kriegsverbrecher im ehemaligen Jugoslawien gejagt. Sehe ich das richtig, Rybarski? Bewahren Sie sich unterschlagene Dokumente auf? No, contenance, Herr Doktor. Na ja. Der Rybarski wird schon eine Erklärung haben. Den Haag ist darüber informiert. Wenn diese Unterlagen im Kosovo geblieben wären, wären viele meiner ehemaligen V-Leute jetzt tot oder in ernsthafter Gefahr. Das können Sie natürlich nicht wissen, Dr. Seiler. Moment. Herr Rybarski, Sie wissen aber schon, dass während einer Hausdurchsuchung keine Einmischung gestattet ist. Bewahren Sie immer so viel Bargeld in Ihrer Wohnung auf? Das sind mindestens 20.000 Euro. Haben Sie hierfür eine Erklärung? Da will mich jemand reinreiten. Das ist Ihnen doch wohl hoffentlich klar, oder?
Als Sie mich verhört haben, ist heute Morgen jemand mit meinem Schlüssel hier eingedrungen und hat das Geld deponiert. Wer, Rybarski? Wer hat Ihnen 20.000 Euro in die Wohnung gelegt? Ich hab keine Ahnung, Mensch! Fragen Sie doch Bichler! Wohlfahrt. Du musst das Türschloss nach Fingerabdrücken untersuchen. Herr Oberst, Sie kennen meine Akte. Ich bin nicht bestechlich. Zumindest nicht für diese lächerliche Summe hier. Ich glaube Ihnen ja. Dienstwaffe, Marke, Ausweis. Ich werde Ihre Suspendierung veranlassen. Ihr müsst diese Frau finden. Wenn es diese Frau gibt, dann werden wir sie auch finden. Und sollten sich die Vorwürfe gegen Sie in den nächsten Stunden erhärten? Rechnen Sie mit Untersuchungshaft! Ja, Rybarski. Das sieht nicht gut aus. Ich an Ihrer Stelle würde meinen Anwalt nehmen. Ich sage Ihnen was. Ich persönlich glaube nicht, dass Sie meinen Kollegen Ziegler umgebracht haben. Aber wenn Sie die 20.000 Euro genommen haben, um wegzuschauen, dann würde ich schleunigst einen Deal mit dem Staatsanwalt machen. Was? Warum haben Sie dem Bichler nicht gesagt, dass die 20.000 Euro Ihr Ersparte sind? Der Bichler ist ein Bluthund. Der will noch Karriere machen, der gibt nicht auf. Verpiss dich, du warmen Arsch. Wie Sie meinen, Herr Rybarski. Herausfinden, welcher Taxifahrer gestern Morgen um 7 Uhr am Volksgarten einen weiblichen Fahrgast aufgenommen hat. Dunkelhaarig, untersetzt, Lina. Selbstverständlich. Sagen Sie, wie geht's Ihnen, Karl? Super geht's mir. Das Abwehramt hat meine Wohnung durchsucht, meinen Briefkasten aufgebrochen und meinen Haustürschlüssel geklaut. Da heißt es, einen kühlen Kopf bewahren. Der Spion, der aus der Kälte kam. Ich suche erst mal den Taxifahrer. Die ganze Sache stinkt zum Himmel, dass einem schlecht werden kann. Karl, wir glauben ja, dass du unschuldig bist, aber wir müssen das halt einfach irgendwie beweisen. Ich habe mir die ganze Geschichte sowieso nochmal angeschaut. Der Brockhoff, der hat Autos exportiert. Und zwar nach Osteuropa und Vorderasien. Vielleicht gibt es da irgendeinen Kontakt in den Iran. Ich glaube, dass dieser Ziegler ihm geholfen hat, diese GPS-Module außer Landes zu schaffen. Das ist doch lächerlich. Ziegler war bieder und ängstlich. Und ob Prokop sich wirklich selbst umgebracht hat, war ich sowieso noch zu bezweifeln. Ja, aber wer hätte denn den Prokop ermorden sollen? Ich habe keine Ahnung, aber es hängt alles irgendwie mit diesen scheiß Modulen zusammen. Space Navigations. Was können die? Wer baut das? Wer kauft das? Was sind die wert? Ja, da kümmere ich mich drum, okay? Also, der Fahrer heißt Armin Mangold. Das ist der Mann. Und? Er hat auch noch eine Werkstatt in Simmering. Danke. Okay. Ich kümmere mich weiter um den Frau Ziegler, weil wer immer den umgebracht hat, der hat die in die Scheiße geritten. Hält sich tapfer der Kollege Rybarski? Hm? Ja, Spione haben Nerven wie Drahtseile. Ich brauche einen Wagen. Herr Mangold? Ja? Erinnern Sie sich an mich? Gestern? Die Frau mit dem verstauchten Knöchel? Ach so, ja, freilich. Hat die Ihnen gesagt, wo ich zu finden bin? Nee, leider nicht, sonst müsste ich die Dame nicht suchen. Hinter einer Frau her, eh klar. Na, aber in Ernst, was wollen Sie von mir? Ich bin Polizist, ich brauche Ihre Hilfe. Aha. Wozu?
die Dame gestern, hat sie irgendwas von einem Rucksack erwähnt, den sie vermisst? Na, von einem Rucksack hat sie nichts gesagt. Im Auto hat sie mich nach einem Orthopäden gefragt und dort habe ich dann hingeführt und das war's. Ich muss Sie bitten, das Ganze zu Protokoll zu geben. Dafür müssten Sie mich auf meine Dienststelle begleiten. Na ja, ist eh kein Problem. Meine nächste Tour beginnt erst in 2 Stunden, aber Ihren Ausweis hätte ich gerne noch gesehen. Ich steige nicht zu einem Fremden ins Auto. Das ist jetzt ein bisschen dumm, aber den habe ich nicht dabei. Aber wir können die Dienststelle anrufen, die wird Ihnen das bestätigen. Na, passt schon, glaube ich Ihnen so. Wir hätten es mir sonst gefunden. Nicht? Wissen Sie, was ich vorhin noch? Danke. Ich stehe draußen. Bin gleich wieder da. Guten Tag, Lanz. Ich würde gerne jemanden von der Geschäftsführung sprechen, bitte. Die Frau Jutschitz, die mich fragt. Wenn es geht, heute noch. Guten Tag, Elena Jutschitz. Ich bin die Sicherheitsbeauftragte von Space Navigations. Guten Tag, Lanz. Freut mich. Es tut mir leid wegen der Prätorianer, aber seit diesem Vorfall heute Morgen herrscht bei uns die höchste Sicherheitsstufe. Der Geheimdienst geht bei uns schon seit Stunden ein und aus. Ja, ich weiß. Ich glaube, wir sind da an derselben Sache dran. Ich bedauere sehr, Frau Lanz, aber es herrscht absolute Informationssperre. Wenn Sie irgendetwas wissen wollen, brauchen Sie eine Freigabe vom Heeresabwehramt. Und was wäre, wenn ich, sagen wir, genau diese Freigabe im Büro vergessen hätte? Dann müssten Sie wohl in ein paar Stunden wiederkommen, sagen wir. Sagen wir. Mhm. Dankeschön. Gerne. Habe ich eben erst bekommen. Der Wachhabende der Nachtschicht hat eine Nachricht für Sie entgegengenommen. Die ist von Ziegler. Habe vielleicht etwas entdeckt, Kopien sind unterwegs. Bitte sofort lesen, keine Nachrichten über Mobiltelefon oder Computer. Treffen uns wie vereinbart. Wann ist das gekommen? Heute früh um 4. Um 4? Mhm. 8 Stunden später war er tot. Was denn für Kopien? Ich habe das ganze Büro auf den Kopf gestellt. Ich habe nichts gefunden, was ihn mit den Modulen in Zusammenhang bringt. Und hier bei uns ist bisher auch nichts angekommen. Ich war eben noch in der Poststelle. Helmut, der Briefkasten. Das war nicht Bichler vom Abwehramt. Die haben gewusst, dass Zieler mir auf normalen Postwege was zukommen lassen will. Bei Space Navigations ist die Militärpolizei auch. Außerdem haben die da einen ziemlich blonden und ziemlich giftigen Wachhund. Wer ist das? Das ist der Entlastungszeuge von Karl. Also, Herrn, ich bin mir völlig sicher, die Frau nannte ihn Karl. Sie hat mir erzählt, dass sie sich seit 2-3 Monaten kennen und regelmäßig zusammen joggen gehen. Und der Rucksack? Haben Sie den gesehen? Ja, der ist auch dort gelegen. Ich habe sie noch gefragt, ob sie nicht was vergessen hat, aber sie hat gesagt, dass sie ihrem Freund, also dem Herrn Ribas, gehört. Wo haben Sie die Frau denn hingebracht? Hat die Ihren Namen genannt? Das habe ich dem Herrn Rybarski schon gesagt. Ja, jetzt sagen Sie es mir. Im 3. ist die Praxis von so einem Orthopäden. Und da habe ich es vor der Tür abgesetzt und danach habe ich es nicht mehr gesehen. Ja, das haben wir natürlich alles bereits überprüft, aber leider kann sich dort niemand an die junge Dame erinnern. Ja. Der Mangold wird meine Aussage bestätigen. Da muss der Staatsanwalt die Sache fallen lassen. Gott sei Dank, dass wir den Dachsler so schnell erwischt haben. Vielen Dank. Ja, ja. Mangold hat Sie eindeutig belastet. Was? Das soll doch wohl ein Witz sein, oder?
Was soll der Scheiß hier? Was geht hier eigentlich ab? Nein. Karl, komm, geh mal ein bisschen an die frische Luft. Sag mal, spinn ich oder was? Ja, was ist denn hier los? Na, komm, geh mal ein bisschen. Komm mit mir. Also, entweder der Mangold ist Teil dieses Komplotts oder die Joggerin hat ihn an Bären aufpumpen. Letzteres scheint mir eher möglich, weil mir ist es nicht so vorgekommen, als wenn er gerade jetzt alles erfunden hätte. Also Herrschaften, wieso soll auf einmal die ganze Welt lügen und der Rybarski so als einziger die Wahrheit? Wie lange willst du denn noch an ihm festhalten? Ich meine, es wird ja nicht gerade ein unersetzlicher Verlust für unser Land sein, wenn der Mann aus dem österreichischen Staatsdienst ausscheidet. Weil zu viel wird er hier ohnehin nicht werden. Na, aber umgekehrt hat es ein Österreicher in einem deutschen Staatsdienst schon mal ziemlich weit nach oben geschafft, wenn ich mich recht erinnere. Übrigens, ist die Dienstwaffe vom Rybarski eigentlich schon kriminaltechnisch untersucht worden? Ich verstehe das nicht. Wem bist du auf die Füße gestiegen? Was sind das für Leute? Ich sag's dir jetzt zum 100. Mal, ich habe keine Ahnung. Wenn jetzt noch irgendwas passiert, dann erhebt der Seiler Anklage. Der Wort. Was soll ich denn machen? Soll ich 5 Monate in der Karibik untertauchen oder Entschuldige, was? Entschuldige, Karl, es ist jetzt aber nicht lustig. Wenn ich dir helfe, dann stecke ich da selber mit drinnen. Beziehungsweise, wenn in der Sache irgendwas dran ist, dann versauerst du im Helfen. Da ist nichts. Ich schwör's dir. Das Projektil, das uns die Frau Dr. Trautmannsdorf heute Morgen übergeben hat, stammt eindeutig aus derselben Dienstwaffe. In dem Moment genauso fassungslos wie Sie, Oberst Dirnberger. Weigere mich, das zu glauben. Wir haben den Test durchgeführt. Kriminaltechniker Wohlfahrt im Beisein von der Frau Lanz und mir. Also Katastrophe. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann gut verstehen, was jetzt in Ihnen vorgeht, aber das lässt sich nicht wegdiskutieren. Zollinspektor Ziegler ist ganz offensichtlich durch den Schuss aus Rybarskis Dienstpistole gestorben. Danke, das sehe ich auch. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass er abgedrückt hat. Gegenteil. Das ist undenkbar. Vollkommen undenkbar. Staatsanwalt Theiler? Ja. Bichler hier. Wir bräuchten dringend einen Haftbefehl. Das Gegenteil von Zufall? Voller Absicht. Space Navigations Austria. Das ist auch Spur wie Hundescheiße. Das sollte man vermeiden, hineinzusteigen. Oak? Oak, halt dich fest. Oder noch besser, setz dich nieder. Sitze. Der Zollbeamte. Ziegler. Der wurde mit Rybarskis Waffe erschossen. Kein Zweifel. Hör mal mit. Staatsanwalt hat bereits Haftbefehl erwirkt. Helmut, du kennst mir. Ein Haftbefehl gegen einen meiner das Leute. Das glaube ich nicht. Genau das ist auch mein Problem. Ich weiß mittlerweile nämlich auch nicht mehr was und der auch nicht mehr wem. Ich nur irgendwas glauben soll. Otto, die Kremser sollen alles über den Armin Mangold heraus, wo der gewohnt hat, wo der gearbeitet hat. Vorstrafen, Militärdienst, einfach alles. Ich bin jetzt bei dem Space Navigations und der Mangold wartet davor. Du, an dem bleibst du auf jeden Fall dran. Bleib erreichbar, ich melde mich wieder. Ist okay, Chef. Die haben den Ziegler mit meiner Waffe erschossen.
zu sehen. Was macht der Knöchel? Beim Friseur waren sie auch. Ja, Polizei, bitte, Notfall. Ah! Sind Sie verrückt? Sie reißen mir die Haare aus. Ich wollte nur sicherstellen, dass Sie heute wirklich echt sind. Lassen Sie mich los! Hallo, ich habe einen wahnsinnig gewordenen Polizisten. Er hat gerade einen Fahrgast von mir angefallen. Ja, wir brauchen dringend Hilfe. Ja, ein Kollege ist verrückt geworden. Die Frau gestern, die war rothaarig. Das ist ein ganz normaler Fahrgast. Das ist sie garantiert. Ich bin hier für die Sicherheit von Space Navigations zuständig. Und ich habe es vor wenigen Stunden mit einer jungen Dame gesprochen, die für die Kriminalpolizei arbeitet. Lassen Sie mich los! Was wollen Sie von mir? Die Polizei ist gleich da. Die Polizei ist schon da, du Arschloch. Karl. Okay. Lass sie los. Lass sie los. Lass sie los. Wir wissen jetzt, wo die arbeiten. Ihr steckt ein und verschwindet. Geh mir aus dem Weg, verdammt nochmal! Das ist sie hundertprozentig! Beruhig die! Du glaubst mir auch nicht. Das war sie, definitiv. Rothaarig hatte mir allerdings besser gefallen. Hm. Mann, wie kommen die an meine Waffe? Das frage ich mir allerdings auch. Wo bewahrst denn du die normalerweise auf? Okay, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder das war gar nicht deine Waffe und du rennst jetzt schon seit was weiß ich wie lange mit einer Fremden in der Gegend herum. Oder es war deine. Dann hat man dir die nach dem Tod vom Ziegler irgendwie untergejubelt. Ich weiß nicht. Die Schießanlage. Das Training am Dienstag, da kommen doch alle hin. Staatsschutz, Zoll, Polizei, alle. Schießanlage. Wen rufst du an? Keine Ahnung. Das ist das Handy von Mangold. Ich will nur wissen, wen der vorhin angerufen hat. Schau dir das an. Gib mir deine Pistole, Helmut. Bitte. Die Autoschlüssel. Den Karl und den Helmut habe ich bereits informiert. Also die Frau von Prokop hat bestätigt, dass der Ziegler sie aufgesucht hat. Er hat sich den Schreibtisch von Prokop zeigen lassen und irgendwelche Papiere mitgenommen. Was da genau drin gestanden ist, das hat sie nicht mehr gewusst. Ja, und wie hängt das alles zusammen? Also, noch heute verlässt eine Schiffsladung der Spedition Prokop den Zollhafen Wien. Diese Ladung besteht aus 40 ausrangierten Taxis. Alle aufgekauft von einem gewissen Armin Mangold. Na, alles aus der Mangold. Und all diese gebrauchten Taxis sind vor kurzem mit alten Navigationsgeräten ausgestattet worden, für die es auch Papiere gibt. Und gehen über Schwarze Meer in eine ehemalige Sowjetrepublik. Und ihr glaubt, die bauen die GPS-Module in die alten Navigationsgeräte ein, um sie so aus der Landes zu schmuggeln? Ganz genau. Die Module der Firma Space Navigations können militärische Ziele bis auf einen Zentimeter genau bestimmen und sind über 1 Million Euro wert. Na bumm. Moment. Bedeutet aber natürlich auch, dass die ganze Geschichte mit der iranischen Botschaft und dem Karl nichts weiter war als ein Ablenkungsmanöver. Ja, der Ziegler ist ihnen draufgekommen und hat den Karl informieren wollen. Und dann haben sie versucht, den Karl aus dem Weg zu schaffen mit dieser idiotischen Geschichte. Herr Oberst, ich möchte Ihnen noch was zeigen. Kommen Sie mal mit. Und zwar war der Mangold vor seiner Karriere als Taxifahrer beim Bundesheer und bis vor 3 Jahren beim österreichischen KFOR-Kontingent im Kosovo. Kosovo? Ja, und zwar in derselben Einheit wie der Keins. Was?
Und der Keins und der Mangold? Jetzt ist es medizinisch bestätigt. Ziegler und Prokop hatten beide dasselbe Schlafmittel im Blut. Das Genick ist an derselben Stelle gebrochen. Außerdem wurden beide Leichen postmortal manipuliert. Und das kann ich auch beweisen. Meine Damen, das sind Ermittlungen nach meinem Geschmack. Der Karl ist unterwegs zur Zollwache. Der Wolf hat es auch schon informiert. Helmut, du hast recht gehabt. Der Mangold hat die Taxis aufgekauft und will sie ans Schwarze Meer verschiffen. Und es war Karls Waffe. Das bestreitet ja niemand, aber Penny, am Dienstag beim Schießtraining, da waren nicht nur wir, sondern da waren auch die von der Zollwache. Das bedeutet, dass da die Waffen irgendwie ausgetauscht worden sind. Und der Karl rennt jetzt schon seit einiger Zeit mit einer fremden Waffe herum. Das hat er nicht gemerkt? Weiß ich nicht. Aber in der Zwischenzeit ist der Zieger mit seiner Waffe erschossen worden. Ja, aber wann ist die Waffe wieder zurückgetauscht worden? Wahrscheinlich, wie er joggen war. Und bei der Gelegenheit sind die Wohnungsschlüssel aus dem Auto gestohlen worden. Entziehen Sie diesem Menschen endlich Ihre schützende Hand. Soeben wurde mir das Ergebnis der Überprüfung von Rybarskis Konto mitgeteilt. 60.000 Euro sind da heute Morgen aus der Schweiz eingegangen. Fünfer mit Zusatzzahl vielleicht? Na schön, dass Sie Ihren Humor bewahren. Haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie Mangold kennen? Was? Ihr beide habt beim Bundesheer im Kosovo gedient. Stimmt. Jetzt, wo Sie sagen? Hör auf mit den Spielchen, Keins. Das sind Mangolds Taxis. Die hat er gekauft, bevor er wieder zu Rambo wurde. Wovon reden Sie überhaupt? Ihr beide, ihr habt doch die Ausbildung in Guerillataktik da unten absolviert. Wie man sich heimlich anschleicht und jemandem in einer ruckartigen Bewegung sauber das Genick bricht. Wenn Sie das sagen? Ich kenne euch Typen. Ich hatte jahrelang mit euch zu tun. Ihr habt euch schon immer auf Kosten der Einheimischen bereichert. Was war los? War das reale Leben nicht mehr aufregend genug, nach dem Einsatz da unten? Was wollen Sie eigentlich? Können Sie mir das sagen, Rybarski? Prokop, der Spediteur, ist euch auf die Schliche gekommen, als ich GPS-Module in den Taxen versteckt habe, die er transportieren sollte. Sie langweilen, Rybarski. Danach habt ihr ihn ordentlich mit Whisky abgefüllt, ihm das Genick gebrochen und anschließend vor den Zug geschmissen. Ziegler hat euch die Unterlagen gezeigt, die ihm Prokos Witwe überlassen hat. Was ist passiert? Hat er euch zur Rede gestellt? Muss ich mir Ihren Monolog jetzt noch lange anhören? Das arme Schwein hat geglaubt, er hätte eine Chance, wenn er mir Kopien schickt. Wer von euch hat die beiden umgebracht? Sie oder Mangold? Du weißt Bescheid. Die Dinger sind irgendwo in dem Navigationssystem. Und danach untersuchen wir Ihr Büro. Und Ihr Auto. Und Ihr Zuhause. Einfach alles. Und wissen Sie was, Keins? Wir werden was finden. Wer von euch ist eigentlich auf die Idee gekommen, meine Waffe zu benutzen? Wissen Sie was, Rybarski? Sie gehören an mich. Eh schon wissen. Was kann ich dafür, wenn einer wie Sie aus dem Ruder läuft? Du bleibst hier stehen. Das sind eindeutig die Module von Space Navigations. Was, und die sind 1 Million wert? Ja. Gibt's doch nicht. Hey! Hey, Keins! Bleib hier! Mach die Tür an! Hey! Ja los, geh mal raus! Haben Sie überhaupt einen Haftbefehl? In meiner Hand, geladen und entsichert. Und Sie können damit umgehen? Das werden Sie gleich sehen.
Das glaube ich nicht. Mich Ihnen gegenüber inkorrekt oder unangemessen verhalten haben sollte. Dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen. Was allerdings die Ermittlungen selbst anbetrifft, habe ich nichts anderes als nur meine Pflicht getan. Ich meine, wer hat denn ahnen können, dass der Kainz uns alle von vorne bis hinten nur belogen, benutzt und getäuscht hat? Belügen, benutzen, täuschen? Sind das nicht die Auswahlkriterien für eure Behörde? Also, soweit ich das bisher überblicken kann, hat ein General aus der ehemaligen Sowjetunion, der Elena Jurcic, 2 Millionen Dollar in Aussicht gestellt, damit sie ihm diese Steuermodule verschafft. Hat sie einfach die Exportlisten manipuliert und 40 Stück davon abgezweigt, richtig? Richtig. Allerdings haben die Jurcic, der Kainz und der Mangold die ganzen 2 Millionen nie gesehen. Die haben nur 300.000 als Vorschuss bekommen. Richtig. Ja, und davon haben sie fast alles aufgebraucht, um diese nette Geschichte mit dem Karl anzuzetteln. Ach Karl, die Aufsicht braucht eine Unterschrift von Ihnen, damit Sie die 60.000 Euro von Ihrem Konto abheben können. Chef, vielleicht sollten wir die Kohle als Prämie behalten. Dann ist er nämlich bis an mein Lebensende nichts mehr für den Kaffee zahlen. Riesenidee. Vielleicht sollten wir das Geld auch lieber sparen für den Fall, dass wir mal einen Staatsanwalt auf unserer Seite brauchen, ne? Dr. Seiler, für 60.000 Euro kriege ich doch schon so einen Staatsanwalt, oder? Oder Bichler, noch besser eure ganze Abteilung. So verhungert, wie ihr alle ausseht. Meine Herrschaften, Empfehlung. Schönen Tag noch. Mann, kann hier mal einer lüften. Ja, ist gut. Schöne Arbeit, Leute.